Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge und zum siebten Türen unseres Adventskalenders. Viel Spaß bei diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Und willkommen zum 24. Türchen unseres Adventskalenders. Es ist Heiligabend, wir haben es geschafft. Und hier oben ist nochmal die Playlist, da könnt ihr nochmal binge-watchen, was so alles passiert ist. Viel Spaß bei dem Video. Im heutigen Video wollen wir euch mitnehmen auf eine kleine Rückwärtstour, eine kleine Rückschau durch unsere letzten Tage und Wochen. Wir haben ja viel gemacht. Wir haben es aber geschafft, die 24 Türchen. Also zwischendurch war es schon anstrengend. Ja, es war anstrengend, aber wir waren wahnsinnig dankbar für jede Unterstützung, für jeden Kommentar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll das ist, wenn man am Abend vor dem Computer sitzt und einfach irgendwie so einen Batzen Kommentare hat und sich einfach irgendwie hinsetzen kann und sagt, Mensch, die kann ich jetzt alle beantworten. Es ist einfach irgendwie so viel Unterstützung gewesen. Gleichwohl war es natürlich ein Haufen Aufwand, aber es war cool. Es hat sich gelohnt, denke ich mal. Also wir haben wieder mal was angepackt und es durchgezogen. Ja. Und halt auch jetzt mal so uns dann am Ende auch mehr auf das konzentriert, was nächstes Jahr auch dann weitergeht. Also am Anfang waren ja mehr so technische Videos. Ja. Und am Ende die Woche waren ja sehr viele Projekte. Und das war ja ursprünglich eigentlich Fotofreunde, denn Fotofreunde wollen natürlich Fotos machen und nicht Fototechnikfreunde, sonst hätten wir uns ja so benannt. Und schließlich soll es ja darum, um fertige Bilder gehen. Uns ist bewusst, dass wir da auf diesem Weg dahin keine professionellen Fotografen das Wasser reichen können und dass wir noch viel lernen müssen, aber wir laden euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein, während wir lernen. Lernt mit uns, macht mit, macht eure eigenen Projekte und hab vor allen Dingen viel, viel Freude dabei. Wir haben uns zudem was vorgenommen für nächstes Jahr, was uns auch nochmal ein bisschen arbeitsintensiver wird wahrscheinlich, aber wo ich sagen muss, ich habe einfach Lust drauf. Ich möchte das machen. Und vor allen Dingen sind wir auch schon ganz häufig auf Instagram gefragt worden, so, wann gibt es denn endlich mal wieder euer Insta-Live, beziehungsweise euren Podcast, wurde oft gefragt. Und das fand ich ganz interessant, weil als solcher war es ja nie gedacht, aber er hat uns eben auf die Idee gebracht, genau das zu tun. Also wir haben vor, einen YouTube-Livestream zu machen, weil wir beide passen das auf YouTube zu zweit. Querformat allein, ne? Da werden wir vielleicht auch einen zweiten Kanal machen, aber wir wissen noch nicht genau, wie es detailliert aussieht. Wir wissen auch noch nicht wann, wir werden es euch Bescheid geben. Und ich fürchte, wir müssen noch Technik dafür anschaffen. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Technik dafür, anschaffen. Aber wir werden es dann auch als Podcast da zur Verfügung stellen, auf den üblichen Kanälen. Ja. Wenn es dann mal soweit ist. Ich hoffe, das ist was, was euch freut und worauf ihr auch Lust habt. Wir wollen natürlich, dass ihr euch das dann natürlich auch alle anguckt und deswegen freuen wir uns über alle möglichen Tipps und Hinweise, was ihr da gerne sehen, hören wollt von uns. Ja. Außerdem, wir haben vorher schon von Unterstützung gesprochen. Wir möchten uns auch noch ganz herzlich bedanken bei allen, die sich die Werbeanzeigen vor unseren YouTube-Videos angeschaut haben. Denn wie ihr sicherlich gemerkt habt, seit wir 1000 Abonnenten haben, haben wir endlich auch Werbeeinnahmen. Ja. Und das ist sehr schön, denn YouTube teilt die mit uns, auch wenn das, gelinde gesagt, es ist nicht so viel, aber es ist was. Es ist was, YouTube Money. Trotzdem, wir haben uns auch einen Patreon-Account gemacht für all diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte die Werbung nicht sehen. Ich würde euch ganz gerne sehen und vor allen Dingen würde ich euch ganz gerne unterstützen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben einen Link unten reingegeben, da könnt ihr quasi ein Patreon werden und dann zahlt ihr monatlich einen kleinen Betrag und das würde uns freuen. Aber wir werden ja nicht von YouTube weggehen, wir werden weiterhin unsere Videos hier hochladen. Und nicht, dass jetzt jemand sagt, ausgerechnet die. Die waren doch immer so integer. Nein, es ist wirklich allein für die gedacht, die uns einfach ein bisschen unterstützen wollen, uns einen kleinen Kaffee ausgeben wollen oder was auch immer. Und wenn nicht, ist auch gut. Es macht ja auch sonst auch Freude, euch trotzdem als Community zu haben. Und es ist ja immer noch ein Hobby für uns und nicht unser Leib- und Broterwerb. Wir haben euch alle gleich lieb. So wie die schöne Weihnachtszeit jetzt dann auch ist, werdet ihr wahrscheinlich auch mit euren Lieben verbringen, zu Hause. Ich freue mich jetzt total, weil ich habe ja zu Hause auch ein Foto. Stimmt, ja, da kannst du wieder ein bisschen mehr Analog-Spirit machen, nachdem du ja in dem einen Video ein bisschen gehadert hast. Meine Güte, ey. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht irgendwann doch noch alle Kameras weichen müssen, allein auch schon aus Platzgründen. Meine Güte, ich ersticke langsam in dem ganzen Zeug. Ja.
Aber alle weggeben oder ein paar ist ja auch noch eine Frage, oder? Also ja, aber irgendwie, ich kann immer nur ganz oder gar nicht. Ich bin ein radikaler Mensch und ich übertreibe häufig ganz gerne ein bisschen. Aber schauen wir mal, ob ich mich von meinen Veras lösen kann. Denn ich glaube, die sind so der limitierende Faktor. Die liebe ich schon sehr. Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich habe mir auch eine Vera geholt, aber ich habe die ewig nicht mehr verwendet. Und ich weiß auch nicht, also ich bin ja nie so richtig im Zweifel gewesen, ob digital oder analog. Ich habe immer beides gemacht. Mhm. Deswegen mal schauen, ob Valentin nächstes Jahr auch mit zur Digitalkompanie mit rüber geht. Aber mal gucken, es wäre das erste Mal in meinem Leben. Ja, was mich allein einfach an diesem analogen Prozess hält, ist halt die Arbeit in der Dunkelkammer. Die liebe ich sehr. Und da muss man ja sagen, haben wir ja dieses Jahr auch reichhaltigst geerbt. Wir haben eine riesengroße, tolle Dunkelkammerausstattung geerbt. Und uns fehlt jetzt einfach noch irgendwie der richtige Raum dafür. Momentan ist das Ganze eingelagert und wir müssen noch ein bisschen gucken, wie wir das alles unterbringen. Aber wir haben fest vor, auch nächstes Jahr wieder viel Fotolabor zu machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr damit dabei seid. Jetzt danken wir euch ganz herzlich, wünschen euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch etc. Und würden euch bitten, schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch für unseren Podcast wünschen würdet, was ihr in Zukunft gerne auf unserem Kanal noch sehen würdet. Und dann wünschen wir euch zu einer neuen Fotofreunde-Folge und willkommen zu Türchen Nummer 24 unseres Adventskalenders. Ho, ho, ho und frohe Weihnachten. Wenn ihr heute den Tag zum Binge-Watchen nutzen wollt, um die alten 23 Fotos, Bilder anzuschauen, dann geht doch mal in die Playlist. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video.